Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Sengoku Dynasty mit mir, den Lataxis. Ja, wie gesagt, wir haben in der letzten Folge nochmal zwei Hütten gebaut, etc. Aber irgendwie haben wir immer noch keine Dynastiestufe 7 erreicht. Aber wir haben auch schon lange nicht mehr hier mit den Toshi gesprochen. Das machen wir jetzt mal. Da hatte er eine neue Aufgabe für uns. Oh, das war keine Dämonin, nur eine herumziehende Frau. Warum würde jemand sie für eine Yokai halten? Siehst du, ich wusste es. Sie muss verrückt sein, das ist alles. Nein, sie ist auch nicht verrückt, aber sie hat etwas Mysteriöses an sich. Sie scheint Dinge zu wissen. Dinge zu wissen? Damit will ich nichts zu tun haben. Okay, das hat uns auch nicht wirklich weitergebracht. So, ich würde sagen, wir gehen da mal in die Schneiderhütte und gucken mal, was wir uns da Schönes schneidern können. So. Gucken wir mal hier, Handschuhe. 10 Fell. Irgendwie funktioniert das nicht. Den hatten wir uns schon gemacht, den Strohhut, ne? Eine Maske. Okay. Schuhe. Also 50 Stroh brauchen wir dafür. Oh, da müssen wir noch mal ein bisschen Stroh sammeln gehen. Aber ich habe hier schon bald alles abgegrast, ne? So, dann nehmen wir die Gobono-Pflanzen noch mal mit hier. Werden wir dann gleich alle kochen. Vielleicht müssen wir auch einfach ein paar Sachen mehr herstellen, damit wir ein Level abkriegen hier. So. Da kriegen wir bei ihr ja noch was. Mal gucken. Nee. So. Ich brauche Gras. Gibt's doch nicht. Wo ist denn das ganze Gras hin? Da, Tonvorkommen haben wir gefunden. Oh! Da brauche ich aber eine kleine Spitzhacke für. Ah, guck mal. Spitzhacke. Oh, die ist auch schon bald kaputt. So, dann machen wir uns noch schnell eine. So, irgendwas, was wir wegschmeißen könnten. Ja, komm, das Fleisch hier. So, kriegen wir ein bisschen mehr Ton mit. Nehmen wir natürlich alles mit. Wer weiß, wofür wir den später nochmal brauchen.
Ein Platz mehr. Ist das eigentlich jetzt hier auf der... Guck mal hier, da sind die Tiere, ne? Da, Wildschweine. Schön. Das finde ich richtig auch gut, dass das jetzt hier eingezeichnet wird. Man weiß dann wenigstens, wo man welche Tiere gesichtet hat. Können wir auch nochmal auf Erkundungstour gehen, ne? Gibt ja so noch so viel zu entdecken hier. Aber wie gesagt, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich so die Uhrzeit. Ne? Eine Uhrzeit wäre auch noch ganz nett. Platz mehr. Ist jetzt egal. Aber hier liegt ja richtig viel tot rum, ne? Ich glaube, da haben wir dann auch erstmal genug. Speer schmeißen wir auch noch mal weg. Haben wir eigentlich schon eine Fischerhütte gebaut? Ja, Fischerhütte haben wir auch schon gebaut gehabt, ja. Ich glaube, dann haben wir auch eigentlich erstmal alles gebaut, was man bauen konnte. So. Hier, komm. Deine weg. Was? Ach so, eine höhere Qualität brauchen wir jetzt hier. Da, den können wir noch abbauen. Ne, auch Eisen. Eisen, 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 Eisen. Okay, kriegen wir das alles nur noch mit Eisen abgebaut hier. Ja, kann meine Steine wieder einsammeln. Was? So. Okay, dann bringen wir das erstmal zurück. Jetzt müssen wir uns merken, hier ist die Brücke. Da hinten. Einen Moment, wo ist denn jetzt unser Dorf? Unser Dorf müsste da hinten sein. Das heißt, man kommt hier über die Brücke und geht hier eigentlich so geradeaus hoch, ne? Dann findet man Ton. Ah, jetzt habe ich keinen Platz für Gras. Aber so viel ist da ja auch nicht mehr. So, nur erstmal unsere Taschen hier wieder leer machen, ne?
Nein, jetzt habe ich alles draußen. Ja, das war blöd. So. Komm. Können wir auch, glaube ich, so rüberschieben. Das geht schneller. Haben wir nochmal 100. Ja, das bleibt auch hier. Die Feder natürlich auch. Das Leder kommt auch hier rein. Das Fell kommt da rein. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal eben ein bisschen kochen. Ja, wie gesagt, das könnte jetzt natürlich einen kleinen Moment dauern mit dem ganzen Kochen, aber das gehört ja auch dazu. Ein bisschen Fisch haben wir, glaube ich, auch noch, ne? Das geht nicht. Guck mal, hier können wir auch noch Fleisch machen. Aber das soll ruhig vergammeln. Das geht ja dann zu Dünger, ne? Wenn das vergammelt. So, wir haben auch noch 100 Gras hier, sehe ich gerade. Das werden wir auch noch eben verarbeiten. Fisch können wir eigentlich... Komm, den schmeißen wir auch hier rüber. Was soll das denn? So. Dann verarbeiten wir noch mal eben schnell das Gras. Geht immer nur im 50er Stack. Wieso das denn? Na gut. Aber da müssten wir genug haben unser, sagt mal schnell, ja, diesen Strohanzug bauen zu können, ne? Der hält uns dann im Winter vielleicht auch ein bisschen wärmer, wobei Kälte empfinden ist ja auch noch nicht implementiert hier im Spiel. Also Wasser, also Durst und Kälte fehlt eigentlich noch, ne? Für den Survival-Modus so ein bisschen, finde ich. Wo war das? Hier oben? Ja. So, den konnten wir uns herstellen. Aber wieso können wir uns diese Handschuhe nicht herstellen? Ja, jetzt habe ich kein Fell dabei, aber vorhin habe ich Fell dabei gehabt. Da ging es nicht. Egal. So, dann ziehen wir das gute Ding doch mal an. Aber wo? Okay. Wo hat er den gelassen? Ach, den hat er jetzt auf den Boden geschmissen. Ich glaube,
So. Anziehen. Wo muss der denn hin? Gibt es noch gar keinen Platz für? So, ich nehme mal alles runter hier. Anziehen. Da, bei der Flasche gehört er hin. Anziehen. So. Und gehen wir uns doch mal begutachten hier. So. Ja, da können sie aber ruhig einen extra Slot für machen, ne? In der Charakter hier. Da können sie ruhig noch einen dabei machen. Hier ist ja noch Platz hier oben. Ne, weil Trinkflasche oder Strohumhang. Wieso soll ich darauf eins verzichten? Ne? Kannst du doch hier noch einen Slot hinmachen? Gut. Nützt aber alle nichts, wenn wir hier kein Update kriegen. Verdammter Mistdreck. Entschuldigt, aber so langsam nervt mich das. Wo machen das? Na, Bretter haben wir auch noch, ne? Mal Stöcker nehmen wir doch mal da raus. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen da mal auf Erkundungstour. So, wir essen noch mal irgendwas. So, ist falsche Lager. Ja. So, noch einmal. Halt, stopp. Ich glaube, wir machen uns noch mal zwei Speere auf jeden Fall. Hallo? So. Sicher ist sicher. So, dann gehen wir auf Erkundungstour. Vielleicht finden wir ja auch noch ein paar Wildschweine. Hier oben waren ja, glaube ich, auch irgendwo Wildschweine. So, ich markiere mir aber jetzt mal auf die Karte. So, da ist der Strand. Hier hinten weiß ich gar nicht. Waren wir hier schon mal? So, wir gehen erstmal hier hin. Wir folgen dabei aber auch dem Weg. Ich würde mir vorstellen, dass wir da auch wieder zu so einem Tempelabschnitt kommen. Und wie gesagt, wenn wir unterwegs dann so ein paar Wildschweine finden, ist das natürlich auch nicht verkehrt. Oh, hier liegt ein Wagen rum. Haben wir den schon mal untersucht? Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen natürlich alles mit. So.
Ja, da ist auf jeden Fall wieder ein Schrein. Aber noch mal ein Schrein entdeckt, aber wir haben jetzt natürlich nichts dabei, ne? Jetzt so. Opfergabe. Gelbe Chrysantheme wird hier als Opfergabe benötigt. Die haben wir jetzt natürlich nicht dabei, ne? So, das heißt aber, wir müssen noch hier unter Dynastie, nee, unter Legende, wo war das? Hier unter Mönch. Ja. Da haben wir den zweiten Schrein. Und dann gibt es noch zwei Orte der Macht, die wir entdecken müssen. So. Dann gehen wir mal hier hin. Guck mal, wir können sogar mehrere Wegpunkte setzen. Ah, okay. Das heißt, wie viel kann man denn setzen? Ich muss das mal eben ausprobieren. Kann ich so viele setzen? Ne. 6 Stück, ne? 7 können wir setzen. Okay. Ja, hier laufen wir aber querfeld rein. Aber ich glaube, hier oben waren wir auch schon mal, oder? Hä? Vielleicht sollte man doch den Weg entlang gehen. So, da oben wollen wir mal hin. Ja, komm, ich glaube, wir müssen hier außen rumlaufen. Wieso geht hier ein Weg hoch? Oder darunter? Aber da ist doch nichts, ne? Das ist der Weg, den wir da unten sehen. Okay. Ich gehe mal weiter so in die Richtung hier. Hier gibt es Füchse. So. Okay. Kommen die ganzen Hirsche denn auf einmal weg? Hirsche, Füchse. Wir brauchen Wildschweine. Geh mal nach da oben. Ah, ich hasse es. Wie ich sowas hasse, unsichtbare Wände, Leute. Das geht doch nicht.
Hier auch wieder eine unsichtbare Wand. Wieso? Ist hier die Karte zu Ende oder ist das ein Bug? Das ist eine gute Frage, ne? Weil eigentlich will ich ja das, was ich sehe, will ich auch hinlaufen können. Reiselbeeren. Aber glaube ich auch noch nicht eingesammelt, oder? Kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Gefunden haben wir wohl mal welche, aber eingesammelt. Ist aber auch mühselig, Bären sammeln. So. Oh, was ist das denn Schönes? Was? Nein. Jägermönchskleidung. Ja. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein bisschen wärmer im Winter. Ja, guck mal, der Weihnachtsmann ist in der Nähe. Fliegende Rentiere. Ich erlöse dich. Den da runterkrieg? Glaube nicht. Ach nee. Da komme ich jetzt natürlich nicht dran, ne? Da kommen wir nicht dran. Ach schön. So. Weil hier scheint. Hier ist echt. Aber guck mal, die Tiere kommen doch dahin. Wie soll ich denn die Tiere, wenn ich die da jetzt erlege, wie soll ich denn da hinkommen, Leute? Ne? Hier, das ganze Stück, da ist irgendwie eine unsichtbare Wand. Vielleicht soll man da noch nicht hinkommen. Vielleicht geht die Karte ja später hier weiter. Man weiß es nicht, aber trotzdem. Finde ich schon ein bisschen blöd. Das war ein Fuchs. Hier muss es doch noch irgendwo Wildschweine geben. Verdammt nochmal. Was ist das denn da? Waren wir da schon? Nee, ich glaube, da waren wir noch nicht. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Ah, okay, schauen wir uns mal an. Was ist denn das? Hier mal wieder eine First Person hier. So. Ah, da haben wir, so wie es aussieht, ist das wieder so ein Spezialauftrag. Einsiedler. Geno, eine schöne Aussicht, nicht wahr? Was tust du hier oben? Deiner Stimme zuhören, entscheiden, was ich hier antworte. Das Tal betrachten und die Hügel in der Ferne. Mit dir sprechen. Das ist offensichtlich. Warum fragst du dann? Wir Einsiedler bevorzugen es, nach den Dingen zu fragen, die nicht so offen sichtbar sind. Was meinst du damit? Finsternis laut, was? Finsternis lauert in dem Dorf am Ufer. Vergossenes Blut lockt sie an. Dinge, die man nicht sehen kann. Dinge,
die ihr Form wandeln können, wie es ihnen beliebt. Weiß wirklich nicht, was du meinst. Lass dir das nicht den schönen Ausblick verderben. Schau hin und komm zurück, wenn du klarer siehst. Spezialprojekt, Wachturm. Errichte Spezialprojektwerkstatt. Ja, machen wir mal. Aber ich weiß, da brauchen wir, glaube ich, ziemlich viele Mats für, ne? Wir können die Werkstatt ja schon mal bauen. So. Naja, guck, wir brauchen Bambus, Holzstämme und Bretter. Okay. Das muss ich mir mal aufschreiben. Einen Moment. Was wir hier noch brauchen, das vergesse ich nämlich sonst. Wenn man einen Zettel braucht, dann hat man keinen, ne? Ich kann hier liegen. So. Einen Moment. So, da schreiben wir uns mal auf. Wir brauchen 10 Bambus. 6-mal Holzstamm. Und 10 Bretter. So, das wäre das, was wir als nächstes so bräuchten. Das müssen wir uns dann besorgen. Ja, das hole ich aus dem Dorf. Dann. Hier wird bestimmt ein Wachturm oder so gebaut. Mach mir hier trotzdem noch mal eine Markierung hin. So, und dann gehen wir jetzt hier so langsam nach Sango zurück und hoffen, dass wir da noch mal auf Wildschweine treffen. So. Sollte ich mir dann vielleicht auch mal markieren hier. So. Da wollen wir hin. Zurück in die Richtung. So, da ist nochmal ein Vogelnest. Nee, hier gehen wir nicht lang. Okay, liebe Freunde, das machen wir aber beim nächsten Mal. Denn die Zeit ist auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Labtaxis. Bye, bye.